So, dann herzlich willkommen zum allerletzten Video für JFD Brokers. Zunächst einmal der Risikohinweis und dann hätte ja die Woche noch mit so einem richtigen Paukenschlag enden können. Doch dann gab es doch noch Abverkäufe bei den Edelmetallen. Ich war ja hier seit dem Ausbruch beziehungsweise hier dem Ausbruch auf Edelmetalle eben bullisch. Allerdings natürlich, wie gesagt, immer mit der Prämisse, dass es nicht sehr bullisch beziehungsweise halt nicht dynamisch aussah. Die Möglichkeiten waren da und wenn man jetzt auch die Kerze sieht, kann es auch mit dem Erreichen des EMA 200 jetzt auch gewesen sein, diese Aufwärts Korrektur auf die Abwärtsbewegung hin. Bis zum einen Kursziel, hier wurde es ja dann abgearbeitet, das war ja die Stop-Buy-Marke. Stoppkurs wurde ja auch nicht verletzt, auch wenn man den jetzt hier auf Einstand nachgezogen hätte, natürlich nicht hier sofort, das war auch gar nicht nie ein Thema, dann hätte es eben gehalten und so stehen hier dann rund 17 US-Dollar im Gewinn zu Buche. Allerdings eben kurz vorher noch um 21 Uhr, aber die Bewegung fand auch erst gegen 20 Uhr hier statt, 19, 20 Uhr, gab es eben nochmal einen Rücklauf. Mal schauen, was eben Montag und die nächsten Tage, was sich da so ergibt. Hier wäre es natürlich ideal gewesen, die hätte auch hier geschlossen. Nichtsdestotrotz dürfte das hier ja eine leicht bullische oder eine bullische Wochenkerze sein, jedoch eben alles unterhalb von der 1300 US-Dollar kann noch ein Tief folgen. Das war jetzt eben Gold, Silber sah ähnlich aus, auch noch ein schöner Abschluss. Wahrscheinlich hat eben Gold und Silber gewusst, dass ich jetzt hier aufhöre und ich doch schlussendlich immer bullisch eingestellt war. Dann noch ein Wort kurz zu den anderen Wunschanalysen, bevor ich eben zu den letzten kam. Hier ist jetzt WTI direkt hier mit einer schönen Umkehrkerze in die zweite Kaufzone eingedrungen. Hier konnte man die erste von drei oder von zwei Teilpositionen kaufen. Und jetzt kann man sie hier sozusagen die Gesamtposition auffüllen und den Stopp eben dann beachten, der eben jetzt rund einen Dollar Risiko beträgt und die Chance sind hier mindestens 2 Dollar zu gewinnen. Entschuldigung, aber musste gerade niesen. So, zu den anderen Setups, ganz kurz, TechDAX ist hier schon leicht nach unten weggebrochen, hätte hier idealerweise das Level halten sollen. Jetzt muss man eben achten, was so passiert noch, also richtig schön nicht. Hier wurde dann auf eine Aufwärtsbewegung gesetzt, allerdings eben weil der Stopp zu eng war, ausgestoppt. Hier die Prämisse, dass eben eine Umkehrkerze kommt. Im 4-Stunden- oder auch Stunden-Chart, ich denke mal auch im Stunden-Chart ist hier das Level komplett überlaufen worden, also fällt erstmal hier ein Short-Signal flach, also das kann man hier streichen. Man ist auch nicht drinnen, weil es definitiv so hieß, hier Umkehrkerze abwarten, aber natürlich nicht mit diesem Ausmaß, wurde natürlich nicht gerechnet. Britische Pfund, japanische Yen, leicht im Plus oder Plus Minus, Wacker Chemie gibt es nichts Neues, eine BP Biotech, da dürfte eben wegen der Kerze, das war das eben relativ gut gegen den US-Werten, hat es gehalten, aber Amgen dürfte, glaube ich, bin mir jetzt hier nicht sicher, habe nicht nachgeschaut, eine größere Position von BBB Biotech sein und deswegen war hier eben schon am Freitag, bevor die US-Börse rauskam, weil die negative Quartalszahlen gebracht hat, Amgen, die ist, glaube ich, über 10% eingebrochen. Deshalb kann sich jetzt hier das
Alternativ-Setup ergeben und dann noch eine Aufwärtsbewegung dann folgen. Wunschanalysen 2, hat Guidance nicht geladen. Da hat sich auch nicht viel geändert. Das wurde ja in der anderen Analyse gesagt. Hier gab es jetzt einen schönen Rücklauf, exakt so wie geplant noch. Das war ja eine US-Wert, da gab es ja noch keine Kerze, bevor die letzte Wunschanalyse durchlief. Also hier kann sich was Schönes ergeben, ganz enger Stopp, muss ja auch nicht auf, ist ja auch gar nicht auf Schlusskursbasis angegeben. Also hier irgendein Stopp leicht hier unten und dann schauen, dass sich das hier dreht. So, und jetzt kommen wir zu den letzten Analysen. Ich habe hier jetzt 6 vorbereitet. Ich hoffe, ich habe auch keinen vergessen. Ich habe hier auch extra noch die Adler Real Estate mit aufgenommen, die ganz zum Schluss benannt wurde. Fangen wir mit Repsol an. Das sieht hier alles andere als wirklich bullisch aus. Also wenn es hier einfach nach unten wegbricht, dürfte wirklich Dynamik reinkommen. Zumindest jedenfalls bis etwa 10. Ist es jetzt US-Dollar, Euro, Euro, bis 10 Euro. Dann muss man sehen, ob es hier weiter komplett nach unten wegbricht oder nochmal nach was, noch eine Aufwärtsbewegung nach oben aussieht. Aber einfach die Keilformation sieht, und da bin ich echt gespannt. Danke für den Hinweis, für den Wert. Ich finde den wirklich spannend, den werde ich definitiv verfolgen. Und da kann sich demnächst was Schönes ergeben. Eine Deutsche Post, wer die im, ja, das war hier im Juli, verfolgt hat, da gab es erstmal einen Bruch dieser Trendlinie zu handeln, war angezeigt. Bis hier, ich glaube auch hier ist Kursziel und das andere war dann sogar hier. Und seitdem war auch gar nichts weiteres. Das Kursziel wurde erreicht. Und seitdem seitwärts bzw. echt sogar Korrektur. Hier ist es jetzt eher ja, schwach bullisch. Sieht schon nach einem neuen Hoch aus. Aber allerdings dann halt auch wieder Konsolidierungsgefahr oder Konsolidierungsmöglichkeit. Ich denke man, ja, wenn man dabei ist, dabei bleiben, sonst mal eher abwarten. Bei der Allianz kann ich ja, sehr schwer was sagen. Sind für mich beide Szenarien möglich. Wenn hier oben etwa bei 48, 148 der Wert ankommt oder 47, dann eher short oder hier unten eben long. Aber aktuell, also hier auf eine Gegenbewegung setzen, solange das hier unten hält, die Unterstützung, und hier oben ist der Widerstandslevel. Solange das hält, dann da eher short. Aber hier, ob es jetzt direkt hoch oder hier unten noch eine Bewegung macht, ganz schwer zu sagen. Deshalb beide Möglichkeiten. Eine Celgene. Hier ist definitiv dieser Bereich 107 wichtig. Bricht er auf Tagesbasis? Schönes Kaufsignal. Darunter eher Richtung Gap Close nochmal long gehen. Nicht kompletter Gap Close, sondern halt hier in dem Bereich. Und dann kann man auch schon auf Long switchen, nach meinen Augen. Dann haben wir hier noch die Wirecard. Ist gut, dass ich die jetzt hier halt ja auch besprechen kann. Hier gab es, wenn man hier das Volumen einstellt, immer wieder Shortseller, die den Wert nach unten geredet haben. Deswegen ist es natürlich schon irgendwo ein spekulativer Wert. Da kann das immer wieder vorkommen, aber sonst sieht es hier gut aus, dass sich das hier nochmal rund, ja, es sind zwar auch nur 10% oder 8% eben nach oben bewegt, aber wie gesagt, das ist ein sehr risikoreicher Titel in meinen Augen, da man nie weiß, ob die nicht wieder irgendeine schlechte Nachricht rausbringen. Und zu guter Letzt eben die Adler Real Estate. Gap Close möglich, allerdings sind viele, ja, Immobilienwerte ja, vielleicht am Zenit angekommen oder jedenfalls haben eben Korrekturbewegungen hinter sich und haben noch natürlich die Chance weiter zu steigen. Hier eben auch
Aber die ganz große Party ist natürlich vorbei. Aber für kurze Trades natürlich immer wieder gut. So, das war's. Fast genau 10 Minuten. Ich habe mir jetzt auch kein Limit gesetzt. Dann nochmal, wer auch dieses Video hört oder auch bis zum Ende hört, nochmal vielen Dank für die treuen und lieben Zuseher und wünsche dann allen weiterhin ein glückliches Händchen. Und man sieht sich ja vielleicht eben auf dem anderen Stream von mir dann, meinen persönlichen, da kann ich auch ganz frei gestalten. Wie ich es jetzt ja auch gesehen habe, kamen eigentlich sehr viele Wunschanalysen eben nicht aus dem Bereich von Forex, was auch nicht, ja, also ich finde spannende Aktien, ganz einfach so. Und ich kam auch vom Aktienthema her. Aber analysetechnisch lassen sich auch Währungspaare dann doch gut analysieren, aber man muss sich natürlich auf irgendwelche Wirtschaftsdaten oder sonstige News, Zinssenkungen einstellen bzw. sich befassen, und da mag ich dann doch lieber eher den Aktienmarkt. So, dann vielen Dank für auch die Blumen, für die netten, natürlich für die netten Worte, und bis dann.